die Hinrunde, jetzt die ersten paar Spiele, haben wir viele Punkte geholt, waren nicht so zufrieden jetzt mit unserer Leistung manchmal. Aber das hat sich dann geändert danach, da haben wir dann ein bisschen was umgestellt. Ja, jetzt in den letzten Spielen haben wir eigentlich auch gute Leistungen gezeigt, außer wirklich das letzte. Cool, dass ich so viel spielen durfte und immer am Platz stehen konnte, ohne Verletzungen bis jetzt. Das hat mir gut getan. Habe schon den ein oder anderen Scorerpunkt sammeln können für die Mannschaft. Ich glaube, dass jetzt die nächsten drei Spiele auch entscheidend sein können, wo es dann hingeht letztendlich in der Saison. Und weil, wenn man zwei, drei Spiele gewinnt, dann kann man ganz oben dabei sein und zwei, drei Spiele verlieren, ganz unten. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir da so viele Spiele wie möglich jetzt von den drei noch gewinnen. Wir haben noch zwei Heimspiele, da auf jeden Fall die Punkte zu Hause lassen. Ich hoffe, dass wieder sehr viele ins Stadion kommen, die was uns unterstützen und hinter uns stehen und dass wir da diesen Aufwind auch mitnehmen können im Spiel. Versuchen auch, dass wir, ich sage 90 Minuten, unsere Leistung wirklich auf den Platz bringen. Aber wenn wir das gebracht haben, haben wir auch die Punkte geholt. Hallo liebe Mainzer, hier ist euer Riedle. Ich freue mich ganz herzlich, euch wieder sehen zu können am Samstag in der Mewa Arena. Ich hoffe, das Stadion wird zahlreich befüllt sein und ich freue mich auf das Spiel. Was ich jetzt noch in Erinnerung habe über Karim ist, dass er im Zweikampf unheimlich unangenehm ist zu bespielen. Ich glaube, als Verteidiger ist es nicht angenehm, gegen Karim zu spielen. Deshalb freue ich mich besonders auf das Duell, persönlich auch gegen ihn oder auch gegen die anderen Kollegen und hoffe natürlich, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Da hat er schon recht, ne? Das wissen schon mehrere, dass das unangenehm sein kann. Aber ja, ich freue mich auch natürlich auf ihn wieder, dass ich ihn wieder sehe. Ich habe ihn wirklich sehr gern gemocht und ja, der hat auch einen super Weg hingelegt bis jetzt. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel in der Defensive zu tun habe gegen ihn. Aber ja, wenn ich offensiv komme, bin ich gespannt, wer sich da durchsetzen kann.